hatte euch vorher versprochen, wenn wir sehen, konnten wir dieses Versprechen auch einlösen. Und wenn Ihnen spontaner Applaus sein sollte, dann gebe ich den gerne an die Kollegen hinten an den Fernbedienern weiter. Danke euch, vielen Dank für die Unterstützung. Und ich finde es immer wieder interessant zu sehen, wie heiß kleine Jungs auf Feuer sind. Das ist unglaublich. Leuchten richtig die Augen, die sind da total heiß drauf. Das ist Funktionsmodellbau. Also für jeden, der in die Halle gekommen ist, der sagt, was ist das denn? So kann das aussehen. Ja? Und jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, wenn ihr es ausprobiert zu Hause, niemals im Wohnzimmer, am besten raus, irgendwo weit weg von den nächsten brennbaren Gegenständen. Das ist eine richtig coole Angelegenheit. Und ja, wer es näher kennenlernen möchte, der hat sicherlich hier in der Halle 6, jetzt bei den Roadworkern und unseren Partnern jetzt hier in unmittelbarer Nachbarschaft, die Gelegenheit dazu, vielleicht habt ihr Lust bekommen, das Ganze mal kennenzulernen, das Ganze mal auszuprobieren. Ihr kriegt das Ganze natürlich als fertigen Bausatz. Wer ein bisschen mehr investieren möchte bei Damitz Modelltechnik oder beim Champions League Niveau bei Scale Art oder natürlich auch in einzelnen Komponenten. Die haben wir unter anderem bei Servonaut, beim Piston King, beim Verona Modellbau hinter uns, beim Verkerk hier vorne mit dem coolen Truck da vorne vom Stand. Also einige unserer Partner sind da, wenn ihr fachsimpeln wollt, wenn ihr aber wissen wollt, wie ihr reinkommt in dieses Thema, fragt da einfach mal nach. Also die Jungs, die weiß nicht, da könnt ihr gerne hingehen. Und die sind genauso pedantisch und genauso penibel wie das, was sie hier gerade gesehen haben. So macht das Spaß. Von unserer Seite ist es das erstmal gewesen. Ein bisschen Feuer kippt man noch ab hier. Wenn ganz schön heiß die Dinge, ne? Warte, ich glaube, ein kleines Blämchen. Halber Meter Entfernung hast du das, wie viele brennt die Nasenspitze ab. Das kann Spaß machen, das soll auch Spaß machen, Florian. Erzähl uns ein bisschen was über die Modelle. Ja, also das Modell, was hier gerade bis zum Schluss gebrannt hat, das ist ein Servonaut Sandmaster, wie wir sehen. Vollmetall, also ist total egal, ob man da Feuer drin macht oder damit nur Kies durch die Gegend bringt. Hab ich gehört, alles klar. Eigentlich für den Großtagebau gedacht, ein bisschen kleiner, dass er noch im Maßstab auf der Straße laufen kann. Schleppt unheimlich viel und auch mit einer Ladung, also sehr gutes Teil. Sehr cool, was sind das für Bagger hier vorne? Ja, das sind Damitz-Bagger, wie du schon richtig angesprochen hattest vorhin. Besonderheit hier ist tatsächlich, also die sind